Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, euer Lemmingmanns, und ich heiße euch alle wieder herzlichst willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftseroberung. Heute wollen wir uns dieser Festung mal annehmen und mal schauen, was wir hier so Feines finden. Ja, eins muss frei bleiben. Schauen wir uns das einfach mal an. Wir haben hier Tuhorn, den Verseuchten. Den kennt man auf jeden Fall. Ich frage mich jetzt eine Sache jetzt mal kurz. Ist Tuhorn jetzt mal, no joke, und es geht jetzt auch an alle anderen mal raus. Ist Tuhorn der Verseuchte? Ist das die Vorlage für Tuhorn, die Flamme des Krieges? Das ist mir jetzt nur gerade mal so aufgefallen, weil eigentlich durch die Flamme, wenn ein Uruk zum Flamme des Krieges wird, so viel habe ich mir gemerkt, soll der ja feuerfest werden. Und der ist ja nicht feuerfest. Ist das der? Also wenn der das ist, dann ist das witzig, dann ist es richtig geil. So, nächste, dann haben wir Bagger die Pest. Nice, gefällt mir gut. Bis jetzt alle Mann giftig, ne? Ah, ein Froschblut, auch sehr geil. Sehr, sehr geil. Gefällt mir. Was ich so auf jeden Fall durchsehe. Alter, ich sehe jetzt hier es gerade. Ich sehe es gerade. Ich glaube, wenn man so schaut, was hier alles drin ist. Also, das ist. Das ist ja mal kurz gucken. Aber auch den Leibeigenen, das ist giftig. Hocklick die Schlange, auch giftig. Also es scheint eine vergiftete. Also erstmal scheint eine Giftfestung zu sein. Aber ich glaube, hier haben wir noch ein bisschen was, was das Thema vielleicht noch ein bisschen interessanter macht. Und dann denke ich, können wir auch direkt loslegen. Let's go! Diese Festung. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Es scheint eine Giftfestung zu sein. Also so Thema Gift, ne? Ja, hier, da passt auch das hier ganz gut. Mit den Wurfgeschossen da. Also hätten wir da auch ein paar Giftminen auch legen können. Oh ja, und Giftmauer, das ist auf jeden Fall Giftfestung. Thema Gift ist eine coole Idee. Lasst mich mal jetzt schauen, was wir hier unten haben. Wir haben jetzt Bagger die Pest, haben wir hier unten. Ach, er ist allein. Okay. Bagger ist allein, aber nice. Aber sehr nice. Wieder so eine Art Seuchenfestung. Sehr, sehr geil. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Mir gefällt wirklich dieses. Das ist ja. Diese Verseuchten stehen ja wirklich nur dann, wenn sie als Wiedergänger von Gift wieder auferstehen. Ich weiß, wo ich es reinsteche. Was? Alles klar. Sieht sehr, sehr geil aus. Und sowas freut mich natürlich auch immer wieder, sowas. Schade, dass keine Leibwächter dabei sind. Das finde ich ein bisschen schade. Das wird die ganze Sache. Ich glaube, dass dann wären die Leibwächter sogar alle Mann sogar dabei. Also dann hätte der sogar hier, was weiß ich, sogar richtig solche dabei. Au, oh, scheiße, aber der ist trotzdem sehr stark, ja. Bagger der Seuchenbringer. Nee, Bagger die Peste, sagt mir auch was, ne? Ne, Bolg die Peste ist es, ne? Ja. Mal kurz gucken. Hier, schau, schau. Und jetzt prügeln unsere Leute auf den einen. Sehr geil. Boah, shit. Da. So. Autsch. Lasse das. Ey. Schweinerei hier. Mann, jetzt. Die nehmen den auch nicht weg von mir. Die halten den einfach so. Ja, was soll's. Lack mal auf den Chef ein. Kein Thema. Bezahlt uns nicht. Schlag mal auf den Chef ein, so muss das da sein, ne? Ah, hier sind welche. Jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ronk, den Vergifteten. Okay. Was haben wir noch? Einmal Snafu, den Vergifteten. Nice. Die sehen so aus wie so Hexen. Das ist voll geil. So eine richtige Giftfestung.
ist da noch einer. Moment. Snafu der Vergiftete? Egal. Okay. Agul, du könntest hier auch gut hinpassen. Ich glaube, so eine ähnliche Festung hatten wir schon mal, ne? Aber trotzdem, nice. Fällt mir gut. Vor allen Dingen, weil das hier das Thema Gift ist. Das ist absolutes Thema Gift. Absolut. Man hätte natürlich noch ein paar Spinnen hier noch mit dazu reinpacken können. Das wäre dann wär auch geil geworden, ne? Wird halt auch dazu passen, ne? Also, sage ich jetzt einfach mal so. Aber trotzdem, freut mich trotzdem. Geile Festung. Mit einer geilen Idee von einem Froschblut noch mit reinzupacken. Oh, was haben wir hier Feines? Sehr schön. Besonderes gebraut. Etwas Tödliches. Nur für Menschenpack wie dich. Geil! Und das möchte ich hören eigentlich in so einer Giftfestung. Der hier, der springt halt so ein bisschen aus der. Finde ich, ist so ein bisschen aus. Fällt ein bisschen aus der. Wie heißt's? So ein bisschen aus der Linie. Also ein bisschen aus der Reihe fällt der eine hier. Dieser mit dem Hammer. Aber ich feiere den Hammer halt brutal. Ne? Er passt. Ich muss sagen, er passt nicht. Aber man muss schon echt sagen, das ist schon. Das kann man schon eine Themenfestung nennen. Das kann man schon wirklich eine richtige Themenfestung nennen. Weil, ein Großteil. Ja, ein sehr, sehr großer Teil ist halt einer dieser Vergifteten bzw. Verseuchten mit diesen Beinamen und auch mit dem Aussehen. Ja. Die haben sich ja auch nicht dafür entschieden, dass sie so scheiße aussehen. Ja, die Säcke. Ey. Und ja, das passt gut. Aber und man könnte halt auch sagen, okay, das ist einfach Giftfestung, deshalb erstmal Waffen alle Gift. Ne, warum auch nicht? Also ich muss sagen, doch. Auch sehr, sehr gut. Das Froschblut. Ich sag's mal so, es gibt selten Festungen, sage ich jetzt mal. Oder man hat selten das Glück, so viel. Also rein theoretisch bräuchtest du ja, damit du eine richtige, also 21 bräuchtest du ja rein theoretisch. Und das ist ja, man muss es ganz ehrlich sagen, bei so einer Themenfestung, das ist ja wirklich die Schwierigkeit. Und da ist es auch eigentlich, denke ich, persönlich nicht so schlimm, wenn man jetzt sagt, okay, alles klar, Arzt, komm, geht ab. Sehr nice. Wenn man dann sagt, okay, dann lege ich noch ein paar rein, die nicht so dazugehören, ja, aber trotzdem etwas haben, was mit dem Thema zu tun hat. Und das finde ich ist bei der Festung ganz geil geworden, weil in meinen Augen sind es eher diese Giftleichen, ne? Ist das wahrscheinlich das ursprüngliche Thema gewesen, aber es sind wahrscheinlich einfach nicht so viele entdeckt worden. Und was ja auch in Ordnung ist, dann kann man auch sagen, okay, komm, ich habe jetzt nicht so viele von den Gifttypis entdeckt, aber ich habe mir jetzt gedacht, okay, ich baller jetzt einfach ein paar rein, die auch die Waffengift haben. Und das Froschblut, finde ich persönlich, passt da sehr gut. Auch wie hieß er, der Abaruk, der Leibeigene, sieht ja auch giftig aus, ne? Muss man natürlich mal sagen. Eine Spinnbrut, passt auch. Thema Gift, Spinne. So, kriegst du jetzt erst einmal nochmal die Fresse ein bisschen verbrannt. Boah, scheiße, wir kriegen hier auf die Fresse. Das war richtig krass. Geh weg. Wow, scheiße, sehr gut. Die Spinnenbrut ist tot. Alter. Kacke, wir kriegen hier richtig eine eingeschenkt. Brauchen wir erstmal was mit Durchschlagskraft. Wir haben Agul verloren. Naja, gut. Ja, wäre wahrscheinlich auch eher ein Verräter gewesen. Er hätte sich den anderen angeschlossen, weil die genauso aussehen wie er. So, jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig, weil wir haben nicht mehr sehr viele Leute. Oh, Kacke. Voll erwischt. Sag mal, Leute, was soll denn der Scheiß? What the fuck? Okay, das Froschblut ist tot, sehr gut. Der persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wegen seiner grünen Farbe, passt er halt ziemlich gut in diese Festung rein.
Ist eigentlich auch, das ist glaube ich auch super schwierig wäre, eine Festung zu machen. Oder eine Festung, die nur aus den Blauen besteht, sage ich jetzt mal. Oder nur aus Roten. Geht ja rein theoretisch auch. Oder nur aus Blutsturm oder Blutflut, ne? So das Thema zu sagen, okay, wir haben das Thema Blut. Der hier passt dann fast gar nicht rein, finde ich persönlich. Der Furchtfresser hier. Oh, Bolg, die Pest. Ich habe mich schon gefragt, wann wir den hier über den Weg laufen. Der Furchtfresser ist natürlich ein cooler Uruk. Keine Frage. Passt aber, finde ich persönlich, nicht so unbedingt jetzt in diese Festung hinein. Da finde ich, passt schon eher Abaruk, der Leibeigene, besser hier rein. Zu Ehren meiner Herrin und um ihr meine Hingabe zu beweisen. Stirb im Wissen, dass dein Tod ihr Freude bereitet. Oh, dankeschön. Natürlich gibt es ja auch andere, aber trotzdem. Man muss es nicht übertreiben. Man muss es nicht übertreiben, muss sagen. Schön, doch schön. Das Thema Gift ist auf jeden Fall erfüllt. Ich sag jetzt mal, ein Thema wie jetzt beispielsweise, also so in die Richtung mit Faulbestien und so, dass die auch diese Beulen haben oder auch diese Gift, na, wie heißt diese, diesen Giftscheiß, ne? Ist nicht erfüllt, also diese Giftnarben und so, ist jetzt eher weniger erfüllt, ne? Wegen halt, weil da halt noch so ein paar Spezies da rumlaufen, die noch nicht so, versaut sind, ne? Aber ansonsten, geil, schon cool. Und ich denke, so, das ist auch eine Festung, wo man sagen kann, ja, das kann man schon erwarten, das ist schon so. So, und jetzt geht auch noch der Abaruk hier hinterher, eine. Ich hätte halt, ansonsten hätte ich sogar gesagt, okay, ja gut, das ist das Thema Gift. Das ist das Thema Gift. Machen wir es einfach so, machen wir mit Legel mit Köpfen, sagen wir einfach, das ist das Thema Gift hier. Auch wenn es absolut, ich sag jetzt mal so, kurz davor bestünde sogar diese, sogar den Titel, sage ich jetzt mal, einer Festung von, ich hätte sonst überhaupt gar keinen Namen, glaube ich, dafür gefunden. Wie will man so der Giftleichen oder sowas, ne? So hätte man es nennen müssen. Na. So, jetzt kämpfe ich hier alleine. Meine Jungs kommen nicht rein. Und das ist scheiße. Ich glaube, das ist so die kleine Falle gewesen, ne? Da hat er sich was hier dabei gedacht. Da hat er sich gedacht, komm, den ärgere ich jetzt ein bisschen. Oh, ein Würm. Passt auch. Ist auch cool. Auch eine schicke Sache. Was ist das für einer? Was ist das für einer? Das Sackgesicht hier. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. So, schnell mal hier hoch. Aus der weiteren Entfernung können wir Abaruk umbringen. Bringen wir den großen Olok um. Wieso muss es überhaupt ein Brecher sein? So, tot. Sehr schön. Mir fällt auch noch, by the way, auf, wenn ich gerade so an Galadriels Uruks denke, es gibt keinen Schildträger unter denen. Ne? Es gibt... wir haben einen Armbrustschützen. Es gibt zwei... Ja, sagen wir mal zwei. Es gibt zwei Jäger. Also zwei Speerwerfer. Und es gibt... Die zwei Spezies mit den Waffen. Also mit den zwei Äxten. Also die Thors Zunder und so. Also aus der wilden Klasse. Es gibt zwei Orloks. Einmal einen Kommandanten und einmal einen Brecher. Aber es gibt keinen
Schildträger, wenn ich das jetzt mal so richtig in Erinnerung habe. Einen Kämpfer gibt es natürlich auch. Das ist Maku. Und Grimp. Das ist mir jetzt gerade mal so, nur so aufgefallen. So by way, so beiläufig. Das sind immer so Sachen, so zwischendurch fällt mir einfach mal ein, worüber ich schätze kann. Ja. Wer. Einfach so komplett hirnloser Smalltalk, den ich hier versucht habe. Aber es stimmt. So. Nein, es interessiert mich nur so weit, wie du kämpfen kannst. Ja. Boah, scheiße. Wir sind hier umgeben von Irren. Sehr gut, Boy. Der beim letzten Mal enthauptet wurde, tötet jetzt den Furchtfresser. Nicer Urok. Eine Festung von Furchtfressern wäre natürlich auch was Geiles. Oder von Sackgesichtern. Wie den hier. Der trügerische. Was zum... Alter! Das war's dann mit dem Gehör. Das ist ja eklig. Stich den bitte einer ab. Ah, das ist super. Eines Tages verschlingt die große Schlange die Welt. Aber erst muss sie von Schmutz wie dir gesäubert werden. Alter. Frag mich, woher dieser Schlangenkult bei den Uruks kommt. Erstmal hier sich wieder ein bisschen Macht holen. Ein bisschen Elbenwut. So, Flammen löschen, zurück in den Kampf. So, ich muss jetzt mich kurz mal verkruscheln hier, ne? So. Jetzt erstmal ein paar Pfeilsche geholt. Boah, shit. Weiter kämpfen! Oh shit! Scheiße, scheiße, scheiße. So. Jetzt kann ich auch noch mal einen töten von den hässlichen hier. Das letzte Wort ist doch nicht gesprochen, Abschaum! Für dich schon. Ich mag die Waffen von denen. Junge, was das immer für ein Gemetzel ist, so eine Eroberung. Das fällt mir erst jetzt auf. Oh. Scheißdreck. Scheiße, er will mich umbringen. Sehr gut, er hat den die Scheißschlange umgebracht. Golem, sehr gut. Euer Killcount wird immer höher, Jungs. Würde den bitte mal einer verarzten? Dankeschön. So, ich gehe jetzt rein in die Festung und bringe jetzt hier ein paar Leute um. So. Hi, servus. Ich bin's, der Lemmingmanse. Wir haben einen Haufen Leute von euch da draußen umgelegt. Wie geht's? Der gut so viel Spaß haben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich glaube, das ist er, ne? Er könnte sein. Er könnte es. Das ist krass, krass. Okay. Ja. Fangen wir mal an kurz. Wir müssen jetzt erstmal jemanden herbeirufen. So. Ciao. Erstmal so. Dann fangen wir erstmal so an. Und dann so, wenn wir so sind, dann ist das gut. Ich
brauche jetzt erstmal ein bisschen Elbenblut wieder. Ein bisschen. Stakuga Grabgräber. Okay. Als ob ich ein Grab brauche. Als ob Talion überhaupt ein Grab braucht. Hier. Oh, shit. Boah, scheiße. Shit. Boah, kacke. Scheiße. So, der Prototyp ist ein Arsch, ey. Und scheiße. Oh, kacke. Okay, wie machen wir das denn jetzt am besten? Bagger, der Schiff. Er läuft, ne? So kann man es natürlich auch machen. Leidet Schaden durch Feuer. Der Grabgräber. Benommen durch Leib. Also, ja, super. So. Boah, kacke. Okay, jetzt haben wir ein bisschen ein kleines Problem. Weil das ist, ja. Okay, das wird jetzt schwierig. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Aber danke, dass ich hier mit Feuer rangehen darf. Das ist nett. So, ah, shit. Der hat mir voll eine mitgegeben. Die Sau. Es hat nicht gejuckt, den Tuhorn. Wir brauchen noch einen auf unserer Seite. Wir brauchen noch einen auf unserer Seite. Ah ja, die bringen sich gegenseitig um. Das ist schön. Das ist doch schön. So. Wir separieren den hier. Wir wollen den hier. Den. Ach, das ist der Schänder. Boah, scheiße. Das ist ein Brecher. Kacke. Haha. Boah, kacke. Okay, okay, okay. Aber mit meiner Waffe bin ich da ganz gut beraten. Problem ist, ich kann keine Feuerstöße aussenden. Boah, das ist schon schwierig genug, gegen Tuhan die Flamme des Krieges zu kämpfen. Jetzt gibt es schon mehrere davon. So, den haben wir jetzt, den einen. Den einen haben wir, den Stakuga Grabgräber. Ist es der Stakuga Grabgräber? Ich brauche. Wir brauchen hier Verstärkung. Ohne Verstärkung läuft hier nichts. Okay. Okay, die hacken jetzt wenigstens auf sich gegenseitig ein. Das ist gut. Das ist schon mal für den Anfang gar nicht schlecht. Aber uns interessiert halt jetzt erstmal in erster Linie. Ja, ja, geil. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Sehr gut. Den Schänder haben wir auf unserer Seite. Das ist so eine richtige Gift. Giftmischerfest irgendwie. Was zum. Oh scheiße, na super, das passt na sehr gut. Ein Meuchler dabei zu haben und ein Brecher ist eine super, ist eigentlich eine super Aufstellung, muss man mal an der Stelle mal sagen. Verratet ihn alle! Verrat ist so schön. Außerdem könntet ihr damit mit dem Leben davon kommen. Eigentlich nicht, aber.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir wenigstens eine etwas größere Truppe. Ja. Ja, geil. Nein, 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 nein. Okay, wir müssen da irgendwie anders rangehen. Boah, shit. Shit, 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 shit. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch Feigling-Methode machen, richtig? Ich meine, das mache ich die ganze Zeit. Warum sollte ich damit aufhören? Ich bin ein scheiß Spieler. Nein, lass. Nein, 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 bitte nicht töten. Bitte nicht töten, bitte nicht töten. Jo, was geht da hinten ab? Boah, scheiße. So. Ich brauche jetzt nur mal kurz ein bisschen Leben. Okay. Boah, scheiße. Scheiße, das ist ein Gemetzel gegen den. Saukrass. Boah, nein, Mann, scheiße. Wir müssen den doch verbrennen. Jo, krass, Tana schmeißt mit der Äxte durch die Gegend. Er läuft, geil. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like, Bewertung, ein Abo da. Und für diesen verdienten Sieg von mir. Naja, nee, verdient ist ja, kann man nicht nennen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like, Bewertung, ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, bleibt dabei, macht's gut und ciao.